A. B. Oh Mann, weiter geht's. Ich komm mit der Zeit um die Ecke wie noch nie da gewesen. NFP3-Prozess-Eck, ich bin der Klima des Esel. Wenn ich das meint, jeder check und wieder vieles geredet. Von wegen ist das alles, ich denk, ich zitiere mein Leben. Ja, präsentiere die Gegend, in der ich gebe. Und nehme schon damals auf dem Schulhof, mach dich mit. Servus Freunde, was geht ab? Ich bin's Fatih, wieder am Start. Willkommen zum neuesten Unboxing-Video. Ja, heute habe ich das Album von meinem Bruder Infinite aus Prinzip in der limitierten Deluxe-Box. Ja, ja, hier ist das Prachtstück. Wie konnte ich dieses Album vergessen, Freunde Sonne? Ich habe das Album so lange hier bei mir im Zimmer, ne? Aber ich war... Alter, ich bin dumm. Ich wollte schon damals, vor 2 Monaten, 3 Monaten, pipapo, weil das halt das Album rauskam, unboxen direkt, erste Woche, zweite Woche. Aber ich habe es voll vergessen. Irgendwas ist passiert, ich wurde krank oder so, irgendwas war da. Da habe ich das einfach vergessen und irgendwo hingetan, wo ich es erst jetzt wieder gefunden habe. Und Freunde Sonne, ehrlich, tut mir leid, Infinite, Bruder. Egal, aber weißt du was? Wir machen jetzt einfach die Promophase nochmal neu. Jackpot, Habibi. Ich muss so viel supporten, dass Freunde Sonne, dass ihr ihn auch unterstützt. Der Infinite hat es verdient. Mein Herz sagt ja. Ehrlich. Guck mal, allgemeine Beat. Hip-Hop. Ah, naja, aber du fühlst. Ich fühle das. Deswegen will ich das euch übermitteln, dass ihr denkt, oh, er fühlt. Habibi, natürlich, mit Herz und Seele fühle ich gute Musik. Und das ist gute Musik, muss ich ehrlich sagen. 1, 2 Songs waren nicht so meins, weißt du. Aber nach der Zeit habe ich gedacht so, egal, ich gebe ihm Chance so mäßig. Und denke mir darüber nach, dass ich ihn unterstützen will und dieses Unboxing mache. Klar, ich hätte jetzt das auch sein lassen können, weißt du. Nach 2, 3 Monaten ein Unboxing zu bringen, ist auch reingeschissen. Nach seiner Promophase und so weiter. Aber egal, wir machen jetzt einfach Promo. Vielleicht gibt es 1 oder 2 Leute, die denken, oh, der ist nicht schlecht. Geil, den kenne ich doch gar nicht. Vielleicht unterstütze ich den auch mal ein bisschen. Auch wenn du nur über Spotify reinziehst. Kein Problem, Habibi. Falls du die digitale Version nur kaufen möchtest oder die wunderschöne physische Box, kein Problem. Kannst auch schön in die Vitrine stellen. Ja, nee, gib ihm, weißt du? Jo, warte. Hier unten ist ein Dreieck, drückst du drauf, erster, zweiter, dritter Link, alle Unterstützung, was du willst, welchen halt du kaufen möchtest. Und ja, ansonsten, viel Spaß mit dem Unboxing, reingeschissen. Das ist der Butterfly Farmer, es zerschnibbelt, zersägt, zerschneidet jede Box. Jawohl, manchmal rede ich echt so schnell und so viel, dass ich keine Luft mehr bekomme, dass ich erst so Schnappatmung mache, reingeschissen. Einerseits bin ich auch ein bisschen aufgeregt, weil, ich weiß nicht. Ich habe ein bisschen verschissen mit dem Unboxing, weil ich erst so spät komme. Aber egal, wenn Leute das später gucken, denken die eh, was labert der? Aber egal. Naja, ich mache die Box jetzt mal auf, ganz schnell. Und ja, zeige euch mal, was in der Box drin ist. So. Ach, Infinite. Falls den einer nicht kennen sollte, er ist 2016, hat er gewonnen, genau, bei Raptext. Falls von Chapter 1, diese Hip-Hop-Dingsbums. Ja, keine Ahnung, wie soll ich erklären, grob. Da können junge Newcomer halt da hinkommen und dann rappen und wenn die gewinnen, kriegen die einen Plattendeal oder so, dass sie ein Album droppen können. Und ja, Infinite hat gewonnen, Nanik war auch einer davon, ne? Nanik kennt ja jeder, schöne Grüße Bruder, die haben 2016 gewonnen, jetzt aktuell ist hier, läuft das ja auch wieder, 2017, meldet euch an, vielleicht habt ihr Glück und ich mache nächstes Mal eure Box auf, Jani doppelt gemoppelt. Ist doch eine Ehre, von Fatih Habibi eine Box so Jani ihm zu schicken und der macht für dich ein Unboxing. Jani, das ist nicht alle Tage so höflich und nett, dass er das macht. Stell dir vor, ich möchte auch 100.000 Millionen Euro. Naja, anderes Thema. Auf jeden Fall, Freunde der Sonne, Infinite, ich finde ihn geil. Ehrlich, ganz ehrlich, guck mal, ich zeig dir noch einen Song ganz schnell. Aus Prinzip heißt das, mittendrin. Okay, okay. Ich will nicht auseinandergenommen werden, wenn er sagt, nein, Habibi, du darfst nicht meine Musik zeigen. Aber egal, mich juckt das nicht. Ich bin ein böser Pirat. Arriba, mach kein Auge, du bist kein Hater, oder? Du weißt Bescheid. Naja, auf jeden Fall, so sieht die Box aus. Nach 4 Minuten fangen wir mit dem Unboxing an. Das ist Fatih Style am Nagoya. So sieht das aus. Das ist der nette Herr. Ui, ganz schnuckelig von den Damen unter euch. Auf jeden Fall hier an der Seite steht Infinite. Ne? Hochglanz. Die Matt ist die Box. Ja, was soll ich noch erzählen? Hier an der Seite steht, was der Inhalt ist. Kann ich euch kurz vorlesen. Album, Instrumentalzettel, T-Shirt, Sticker, A1 Poster. Ja, und die Supporter und Barcodes da unten. Jawohl. Nice. Die Box geht so auf, zack, zack, hier an der Seite. Und ja, schon den ganzen Inhalt aus.
ich mache dann eine Präsentation. Ja, nee, Fatih sagt das wie QVC, aber im Ghetto-Style. Ja, ja, kein 0815 QVC. Nein, Ghetto, wir sind Ghetto. Und von innen sieht die Box so aus, Damen und Herren. Ich stell das mal hier ab und los geht's. So, eine Präsentation ist das, ja? Daher zeige ich euch alles so einzeln in die Kamera. Infinite-Sticker. Chapter 1-Sticker oder Aufkleber. Infinite-94-Sticker. Ist das ein Geburtsjahr, Bruder? Schreibt in die Kommentare. Ihr könnt auch eure Meinung in die Kommentare schreiben, wenn du sagst, Fatih, ich habe das schon reingezogen, ich muss sagen, er ist gut, schreib's hin. Wenn das scheiße ist oder so nicht feierst, schreib gar nichts. Ja, nee. Ist okay. Brauchst nicht deine Meinung. Interessiert auch hier keinen. Oh Mann, warte. Zack, zack. Die Folie abmachen. Arriba. Die Chapter 1 Instrumental-CD, Freunde, sondern in einem Pubcase. Ja, so sieht die aus. Trackliste sind 12 Stück plus 12 Instrumente. Also, nee, 17 Tracks, oder? Ja, das waren 17 Tracks. Plus 17, also, ich habe die digitale Version über Spotify. Dann sind das insgesamt 34. Ich weiß, 17 plus 17, 34. Daher nicht schlecht, Herr Specht. 17 Track auf Nacken. So. Was haben wir denn hier? Ein A1-Poster. Das ist größer als meine Tapete, Alter. Kannst du direkt eine Tapetenrolle reintun, Bruder. Also, ich feiere das nicht so geil, ne? Ihr kennt ja meinen Spruch dazu, weil das guck mal, hier knickt das, das ist zu viel geknickt und so weiter, ich hasse das. Und das ist eh schon zu groß, pass auf. Oh, falsch rum. Aber für die Damen unter euch, die das gerne an die Wand tapisieren möchten oder draufklatschen wollen, dann ist Jackpot, ja, nee. Nice, nice, kann man nehmen, ja, nee, okay. Aber für mich ist das jetzt eher nicht so. Wenn du viele Rapper feierst so, dann ist das Minus. Aber wenn du nur Infinite feierst, Jackpot, Habibi. Ein dicke Poster übers Bett hängen und dann Lotti Carotti, 58er gegen Joachim. Schöne Grüße, Joachim. War nichts gegen dich, nur gegen deine Zuschauer. Spaß beiseite. So, jetzt wird's ernst. So, noch eine Musik hören wir. Pass auf, welchen Song? Wo ist der Track? Hä? Der Track ist weg. Scheiße. Scheiße, der Track ist weg. War das der hier? T-Shirt. Da will man schon, das ist schon so deep, Alter. In die Fresse will man jemanden hauen. Sorry, dass ich so sage. Und Aggressivität. Gutes Deutsch, Fatih. Deutschland gut. Fatihs Rechtschreibung gut. Fatihs Artikulation ist gut. Reingeschissen. Auf jeden Fall, bei ihm so, du willst angreifen. So. Du bist in Angriffmodus. Street Fighter Tekken. Ne, Hadouken-mäßig. Weißt du, was ich meine? Oh Mann, Alter. Geht ab. In die Fresse. Arriba. So, weiter geht's. Geile Shirt. Wow, was für ein Shirt, Freunde. Was ist jetzt, Morok? Was ist... Was? Wen willst du hier ficken? So, auf jeden Fall, geile Shirt in Weiß. Schlicht, ne, kann man nehmen. Infinite 94 oder 94, wie du auch sagen willst. Chapter 1 steht da. Ist das Shirt schief? Ey, das ist schief, ja. Ey, das ist schief. Das Shirt ist schief. Ich hab's erwischt. Guck jetzt, das ist wirklich schief. Ha, auf der Kamera sieht man nicht. Das ist ein bisschen schief, oder ist es extra so? Größe L, falls einen das juckt. Unterm Zehennagel juckt das bei mir auch. 100% Baumwolle kommt aus... Woher kommt das? Bangladesch. Schöne Grüße. Okay, gut. Jetzt kommen wir zum letzten Produkt. Das ist das Meisterwerk angeblich, ne? Oder? Natürlich jetzt, mit Herz. Dieses Album, dieses, oder soll ich sagen, eher... Von jedem Künstler, der ein Album droppt, ist ein Meisterwerk. Von seinen Augen sowieso und von meinen Augen auch. Weil stell mal vor, du bringst ein Album raus und dann sagst du, Habibi, das ist alles, was ich gegeben habe. Ja, es gibt manchmal reingeschissene Alben, so weißt du, da scheiße 10 Kilo rein und sagst Meisterwerk. Aber so, wenn ich sage, dass ich das Album feiere, dann ist das für mich schon ein Meisterwerk, Jani. Verstehst du, was ich meine? Und so ist das für mich. Ja, und deshalb sage ich das. So, in einem normalen Super Jewel Case ist es nicht. Weil die Umrandung ist eckig. Daher ist das ein normaler Case. Ja, ja. Wisst ihr, macht Fatih. Ah. So, auf jeden Fall so sieht das aus. Die Trackliste 17 Tracks. Hoffentlich sieht man das. Ja, ist ein bisschen verspiegelt, wie in Kamera reingeschissen. So, ich zeige euch schon mal von innen. Moment. So. So sieht die CD aus von nahen. Von innen sieht man Infinite.
Geil, jetzt zeige ich euch das Booklet und dann, ja, war's das auch. Falls du ein Album nicht leisten kannst, auch kein Problem. Spotify ist kostenlos, ziehst hier rein, bringst die Farbflaschen weg, die Tage, dann kannst du dir das Album gönnen. Ja, nee, was ist denn los? Ne, irgendwie, oder Omi hilft im Garten. Warte, was klebt hier? Komm mal raus jetzt. Ach du liebe Nonne. Ah, reingeschissen. Okay. Bisschen am Hängen geblieben. Aber egal. Auf jeden Fall. Hoppala. Ich bin durch den Wind ein bisschen. Auf jeden Fall, du kannst Omi im Garten helfen, ne? Und dann gibt die dir ein bisschen Geld. Hier, mein Sohn, nimm 20er. Aber hol dir Infinite-Album. Wenn nicht, umback, Kopftag, Kopf ab. Infinite. Und ja, nicht schlecht. Aber was ist das für ein Booklet, Bruder? Ist ein bisschen komisch. Naja, ist nicht schlimm. Ich mach kein Auge. Spaß. Auf jeden Fall, danke fürs Einschalten. Das war's mit dem Unboxing. Ich will jetzt auch nicht groß in die Länge ziehen, ganz ehrlich. Wir haben eh keine Zeit. Aber noch ein Track. In der Mitte. Mehr erfährst du in der Videobeschreibung. Erster, zweiter, dritter Link oder über Spotify. Arriba, was ist das für eine Bewegung? Ich geh schon ab, ich bin in der Pose, euer Matrose. Ey, das war ein Reim. Du bist ein Schleim. Okay, da war reingeschissen. Brille, Ahmed. Okay, Freunde der Sonne, das war's mit dem Unboxing. Unterstützt Infinite, unterstützt mich. Abonniert diesen Kanal, lasst penetrieren und ansonsten sehen wir uns demnächst, okay? Hadi ihr Barkeep. Euer Fatih, der Kapuzenmann, reingeschissen. Wie sieht ich denn aus? Ich bin ein knackiger, junger Bursche. Falls du meine Nummer haben willst, dass sie 01... Ah, du Lümmel. Du wolltest schon aufschreiben. Mach's gut, euer Fatih. Peace.